Hallo, willkommen zu Lone Star. Wir spielen Elex 2. Wir sind in der Bastion. Und wir wollen jetzt das erste Mal mit unserem Neuzugang reden. Der wird uns jetzt sagen, wie er die Bastion hier findet. Ich glaube, er wird nicht so beeindruckt sein. Ich habe das Gefühl, dass ihr noch nichts für eure Kampftruppe in der Bastion geplant habt, oder? Nun, um ehrlich zu sein... Na super. Das hätte ich mir auch denken können. Na schön. Im Grunde wusste ich ja schon, worauf es hinausläuft. Also ein Minimum an guten Waffengefährten, auf die du dich verlassen kannst, solltest auch du beisteuern. Am besten, wenn es besonders gute Vertraute von dir sind, für die du dir deinen rechten Arm abhacken würdest. Kriegst du das hin? Echt? Ich hätte jetzt gedacht, Falk würde ich mich doch auch verbürgen. Und sogar, wie heißt die andere... muss ich mir nochmal den Namen nachschauen. Unsere Alpfreundin, die müsste eigentlich auch okay sein. Bei den anderen, da kann ich natürlich wenig sagen. Euer Fox. Fox ist eigentlich auch okay. Die einzigen Waffengefährten, für die ich mich verbürgen würde, sind Kaya und meine alte Kampfdrohne. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. Am besten, du gibst mir umgehend Bescheid, wenn du sie rekrutieren konntest, okay? Hab ich doch schon. Kaya wird uns unterstützen. Tja, was soll ich sagen? Über Kayas Fähigkeiten brauchen wir nicht zu reden. Ich bin immer sehr stolz darauf, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen. Schon mal gut, aber das reicht noch nicht. Was war denn mit deiner anderen vertrauenswürdigen Option, die du genannt hattest? Wäre gut, wenn du die auch noch rekrutieren könntest. Hey, du kommst auf hier rum. Da stolperst du doch bestimmt über das eine oder andere lukrative Geschäft, oder? Wie wär's denn mit einer Elixitspende für die Gemeinschaft der Bastion? Es würde sich nicht nur für die sechste Macht lohnen. Dein Gewinn wäre das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Also, wie sieht's aus? Eine Spende? Man kann damit die Zerstörung verringern, falls man sich etwas zu viel anhäuft. Ich habe meine alte Kampfdrohne wiedergefunden. Sie wird uns helfen. Eine Kampfdrohne der Alps, wenn ich richtig informiert bin, ja? Ich bürge für sie. Okay, okay. Du wirst schon wissen, was du tust. So ein Ding kann einem gute Dienste leisten, zumindest wenn man die Kontrolle darüber behält. Okay, damit können wir schon mal arbeiten. Hoffen wir, dass es auch weiterhin vorangeht. Ja, dann sagen wir doch erstmal Fox. Ich weiß nicht, ob wir Nasty schon erwähnen sollen. Der Berserker Fox ist ein ziemlich guter Jäger. Ah ja, ich hörte diesen Namen schon einmal. Einsatzempfehlung? Ich schätze, ich denke besser noch einmal darüber nach. Egal. Je mehr wir sind, desto besser ist es für uns. Der Outlaw Bully ist so etwas wie mein Aufpasser. Ach so. So nennen wir das heute also. Einsatzempfehlung? Wir werden sehen. Verstehe. Schau ich mir an. Vielen Dank für die Nachricht. Nicht, dass du dich wunderst. Kleriker Falk ist zuweilen etwas merkwürdig. Kleriker haben ihre strikten Grundsätze. Das kann gut oder auch schlecht sein. Einsatzempfehlung? Nun ja. In Ordnung, ich weiß Bescheid. Weiter so, wir können hier jeden gebrauchen. Ja, ich fürchte, wir haben überhaupt kein Einsatzgebiet für irgendeinen jetzt. Nyra, genau, mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Nyra ist als Alp sicherlich eine Bereicherung. Auf ihre Art. Sieh an. Eine eisige Frau aus dem Norden. Einsatzempfehlung? Ich schätze, ich denke besser noch einmal darüber nach. Egal.
Je mehr wir sind, desto besser ist es für uns. Ich kann da so ein bestimmtes Muster erkennen. Ach komm, was soll's. Nasty kommt ursprünglich von den Outlaws, auch wenn sie anders wirkt. Sie ist auch anders. Ja, ich sehe schon. Einsatzempfehlung? Wir werden sehen. Verstehe. Suicide Missions. Vielen Dank für die Nachricht. Ich will für die Gemeinschaft spenden. Gut. Wie viel Elixit darf ich verbuchen? What? Wie viel Elixit habe ich überhaupt? Keine Ahnung. Sehr gut. Das wird dir anderweitig sicher noch zugutekommen. Bring mir etwas bei. Ich werde es versuchen. Ich habe eh keinen Lernpunkt. Ich wollte nur noch mal schauen, was er hat. Lebenspunkte wäre vielleicht nicht so schlecht. Weiß auch nicht, ob wir vielleicht mal gucken sollten, dass wir vielleicht doch noch den einen Bogen benutzen könnten. Da brauchen wir ja nicht so viele Punkte für. Was passiert jetzt als nächstes? Jetzt kommt für mich die Zeit der Bestandsaufnahme. Ich werde schauen, was wir noch brauchen. Und du machst am besten... nun, das, was du halt so tun musst. Wenn du noch mehr gute Leute ranschaffen kannst, dann immer her damit. Auch wenn du bei ihnen noch nicht sicher bist, ob sie gänzlich vertrauenswürdig sind. Je mehr, desto besser. Ich krieg den Haufen schon irgendwie in den Griff. Fürs Erste wäre zumindest schon mal der Grundstein für die Verteidigung in der Bastion gelegt. Mach weiter so. Wir können hier jede Unterstützung gebrauchen. Ich finde, er hat eine besonders coole Stimme. Da schwingt noch so eine Bassnote mit. Das hört sich ziemlich gut an. Und er ist doch auch da. Krull! Es gibt immer etwas zu tun. Ja, dann steh halt nicht den ganzen Tag an der einen Ecke rum. Tu halt wenigstens so, als würdest du was tun. Wofür bezahle ich euch eigentlich? Lyra! Alles okay soweit? Statusbericht. Zur Beanstandung gibt es aktuell keinen Grund. Keine Mission? Schade. Sollen wir vielleicht zu Adam zurück? Ich habe, glaube ich, gar keine großen Aufgaben zurzeit. Alles fit? Aber sicher doch. Mit dir zusammen läuft alles wie geschmiert. Mit Falk wird es auch keine Probleme geben. Wie sieht's bei dir aus? Gut, ich sammle viele neue Eindrücke an deiner Seite. Bex! Wenn ich mal groß bin, dann will ich auch mal so werden wie du. Darfst du, in Teil 3. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich schon um alles kümmern. Bereit für große Schandtaten? Mach schon, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Er steht neutral zu uns. Naja, wenigstens hasst er uns nicht wie Nasty. Alles okay? Geht so. Nasty findet mich seltsam. Naja, wer nicht. So ein bisschen seltsam ist doch jeder. Conny! Systemanalyse. Analysiere. Hauptprotokolle optimal kalibriert. Sehr schön, ich mag Conny. Er stellt auch keine doofen Fragen. Vielleicht kümmern wir uns dann um... ja, darum, Erzberserker zu werden. Oh, das wäre doch noch eine Idee. Sagen wir erstmal hier Hallo. Damit hätten wir nunmehr die erste Etappe auf unserer langen Reise gemeistert.
Die sechste Macht hat ihre ersten Schritte getan und wird von nun an ihre eigentliche Arbeit im großen Spiel der Mächte aufnehmen. Reife Leistung, Jax. Ich wusste, dass du es schaffst, aber deine Effizienz hat mich jetzt doch ein wenig überrascht. War das nicht der Grund, warum du, also der Hybrid, mir stets die schwierigsten Missionen zugeteilt hatte? In der Tat. Du hast deine Qualitäten all die Jahre nicht verloren. Das ist auch gut so. Wir werden sie noch dringend brauchen. Neue Mission, der Unbarmherzige. Es ist noch ein langer Weg, der vor mir liegt. Viele widrige Umstände und fordernde Menschen scheinen mein Schicksal und das meiner Familie bestimmen zu wollen. Doch ich habe mich wieder angemessen bewaffnet und stehe nun vor den nächsten Unwegsamkeiten, die es zu meistern gilt. Die sechste Macht hat nun ihre Arbeit aufgenommen und wird bald zu einer ernstzunehmenden Größe im Spiel um die Vormachtstellung in Magalan. Und ob ich es nun will oder nicht, ich bin ein Teil davon. Auch wenn noch wenig sicher zu sein scheint, werden mir die nächsten Tage mehr über meine spezielle Rolle im Krieg gegen die Eindringlinge offenbaren. Währenddessen verändern die Skyans Landstrich für Landstrich und treiben die Front ihrer fremden Flora weiter voran. Nicht mehr lange und wir stehen in einer fremden Welt voller tödlicher und bizarrer Kreaturen, die uns alle wandeln oder vernichten werden. Meine Infektion durch das dunkle Elex beginnt mich zu beherrschen. Ich spüre schon erste Auswirkungen dieser Pestilenz. Passus 2. Ich muss bald Heilung finden, sonst wird sie mich aus dem Rennen werfen, noch bevor ich die Gelegenheit habe, die ersten richtigen Schlachten schlagen zu können. Unwegsamkeiten. So, jetzt werden wir uns um deine Infektion kümmern. Ich habe einiges herausgefunden über das dunkle Elix der Skyans. Ich bin mir jetzt sicher, dass die Infektion zwangsläufig zur Wandlung in eine ihrer Skyaniden-Kreaturen führen wird, wenn sie nicht in absehbarer Zeit behandelt wird. Du Arschloch, lass dir gefälligst etwas Besseres einfallen. Das hilft mir nicht. Ich muss es also einfach aushalten. Mehr fällt dir dazu nicht ein. Das hilft mir nicht. Wir können dich auch mit Schmerzmitteln vollpumpen. Ich glaube aber, dass das kontraproduktiv sein könnte. In einem Moment der Unachtsamkeit übermannt dich die Infektion dann eventuell. Das Risiko sollten wir besser nicht eingehen. Großartig. Ich habe eine Methode entwickelt, um bestimmte DNA-Fragmente aus befallenen Subjekten zu extrahieren. Jetzt müssen wir an diese DNA-Fragmente von möglichst unterschiedlichen Subjekten herankommen, um die Forschung voranzutreiben. Kommen wir damit zu den nächsten Aufgaben, die vor uns liegen. Ich bin ein befallenes Subjekt. Würden meine DNA-Fragmente helfen? Aber ich schätze mal, da meint er damit, da müssen wir den ganzen Körper auseinandernehmen. Ich bin ein befallenes Objekt. Würden meine DNA-Fragmente helfen? Ich brauche Proben von bereits gewandelten Subjekten. Aber auch nicht einfach von irgendwelchen beliebigen Skyaniden. Wir brauchen besonders thermoaktive Exemplare. Du musst sie finden und ihnen bestimmte DNA-Fragmente mit Hilfe meiner neuen Methode extrahieren. Wie steht es um die Invasion des Skyans? Es ist noch relativ ruhig. Sie bereiten sich offensichtlich immer noch auf einen größeren Angriff vor. Was mir im Moment viel mehr Sorgen macht, sind die Morkons. Die hatte ich schon fast vergessen. Sie sind im Moment der größte Unsicherheitsfaktor im Krieg gegen die Skyans. Vor allem Patriarch Victor. Er ist offenbar der gefährlichste unter ihnen. Geh zu ihm und versuche, mit ihm eine Art Übereinkommen zu treffen. Nichts wäre schlimmer, als wenn er uns mit seinen Streitkräften in den Rücken fällt, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Was hast du noch für mich? Mir kamen Berichte unserer Nachbarn im Nordwesten zu Ohren. Die Kleriker haben offenbar die Kontrolle über Teile ihrer eigenen Truppen verloren. Thank you.
Deswegen haben die vielleicht die Chips geklaut, um die Maschinen zu übernehmen. Ein Haufen fehlerhafter Robots soll auf dem Vormarsch sein, um das Hauptquartier der Kleriker anzugreifen. Das solltest du dir ansehen, bevor die Burg der Kleriker bald nur noch in Trümmern liegt. Am besten, du gehst auch noch einmal zu Tialk und unterhältst dich mit ihm über die Verteidigung unserer Bastion. Ich fürchte, wir haben da auch noch eine Menge aufzustocken. Bestimmte DNA-Fragmente von thermoaktiven Skyaniden? Was zum... Ja, ich weiß, es hört sich alles sehr kompliziert an. Ist aber im Grunde ganz einfach. Es hat etwas mit der DNA-Replikation der Zellen zu tun. Wie aktiv und stabil sich die Zellen der infizierten Subjekte wandeln. Ich kann die Daten solcher Subjekte am besten verwerten, deren Wandlung besonders schnell und effektiv vollzogen wurde. Das spart mir eine Menge Zeit bei der Erforschung des dunklen Elex, denn wir haben nun mal sehr wenig davon. Es reicht vielleicht schon, wenn du nur Hautfetzen, Schuppen oder Exkremente solcher besonders thermoaktiven Exemplare findest. Ich habe deinen Adjutor mit den entsprechenden Daten gefüttert. Er wird dir vielversprechende Gebiete anzeigen, die du nach diesen DNA-Fragmenten absuchen solltest. Was ist, wenn sich mit dem Patriarchen Victor keine Einigung erzielen lässt? Was soll ich sagen? Tu einfach alles, damit es nicht dazu kommt. Ob sich Kaya mittlerweile wieder abgekühlt hat? Das dunkle Elex gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Kaya könnte mir dabei helfen. Ich sollte mal nach ihr sehen. Sobald du die ersten DNA-Fragmente hast, komm wieder zu mir. Je schneller ich damit arbeiten kann, umso schneller werde ich Ergebnisse bei meiner Forschung erzielen. Ja, sehr gut. Ich soll also wieder auch mal zu Kaya schauen. Das ist doch schön. Hey, hör zu, ich brauche deine Hilfe. Wow, das ist ja mal was Neues. Ja, aber mach nicht so einen großen Wirbel darum, okay? Klar. Ich hab mal über deine blöden Sprüche nachgedacht. Naja, das mit dem Duke und so, meine ich. Interessant, und? Tja, ich krieg das alles nicht so richtig in meinen Schädel. Wäre ich nicht schon so lange an Baxters Seite, würde ich vermutlich zu dem Schluss kommen, naja... Dass Baxter dich auflaufen lassen will, hm? Sag das nicht so laut, das ist Verrat. Ich bin Outlaw und unterstehe direkt dem Duke von Arteris. Und trotzdem bist du, Vollidiot, nur Dreck unter seinen Fingernägeln. Ich weiß, du genießt sämtliche Privilegien. Okay, habe ich verstanden. Wird nicht mehr lange dauern, bis die Hölle über uns hereinbricht. Aber was habe ich damit zu tun? Nun, es ist mal wieder Zeit. Ich muss meinen monatlichen Bericht beim Duke abgeben. Das verlangt er von allen, die er persönlich beaufsichtigt. Ich muss auf jeden Fall in absehbarer Zeit bei ihm vorsprechen und meinen Bericht vorlegen. Das wird spannend. Ja, du Arsch. Und weil du vielleicht recht hast mit deinem Gelaber, wirst du mich dahin begleiten. Du willst Schützenhilfe gegen den Duke? Von mir? Wenn Baxter wirklich meinen Arsch braten will, dann dein gleich mit. Und wenn ich mich weigere? Dann werde ich dich wie einen nassen Lappen zu ihm zerren. Ja, das können wir machen. Aber nicht jetzt. Ich habe hier noch einiges zu tun. Commander, eine weitere Ortung von Kontrollknotenchips der Skyans. Sehr gut. Ich habe schon darauf gewartet. Wo sind Sie diesmal? In Ignadon. Ich frage mich immer noch, was ist an der Technologie der alten Welt so interessant für diese hochentwickelte Spezies? Die Antwort gibt uns vielleicht ein weiterer Scan. Bei dir klingt das immer so einfach. Relative Einfachheit. Fehlende Informationen bedeuten, wir können die Frage nicht beantworten.
Eine umfassende Analyse bringt Informationen und die Wahrscheinlichkeit steigt, die Frage möglicherweise beantworten zu können. Sag ich ja. Commander, meine Sensoren melden, der Waffengefährte Fox ist von Berserkern des Forts gefangen genommen worden. Was? Was? Wie konnte das passieren? Fox hat sich von der Truppe entfernt und befand sich auf einem Alleingang. Das nenne ich maximal mies gelaufen. Sie haben ihn doch noch eingebuchtet, bevor er seinen Rehabilitationsplan im Fort umsetzen konnte. Empfehle sofortigen Scan der Gesamtsituation im Fort. Ja, Kleiner, ich mache mir auch Sorgen um ihn. Hoffentlich komme ich noch nicht zu spät. Positiv. Alleingang mit Folgen. Eieieiei. Wer kommt denn noch? Nyra. Ich hätte da ein weiteres Anliegen an dich. Ich möchte einige strategische Pläne der Berserker erforschen. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Weißt du denn schon, wo du solche Pläne finden könntest? Eine Gruppe Berserker, die solche Pläne haben könnte, ist gerade im Umland des Forts von Tavar unterwegs. Wir sollten uns das mal genauer ansehen. Wenn wir unsere Kräfte nicht bündeln, dann werden wir überrannt, wenn die Fremden zum großen Schlag ausholen. Ja, als nächstes gehe ich mal davon aus, dass jetzt Nessie noch ankommt und Falk. Oder nicht? Dann gucken wir selber mal. Da kommt er doch. Schon einen neuen Plan für ein weiteres Experiment? Ja, in der Tat habe ich einen. Ich will zu Tialk. Er ist ein guter Feldherr und sehr stark im Kampf. Was willst du von ihm? Also, es ist so. Eine ganz typisch menschliche Eigenschaft ist die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen. Wir Maschinen wägen stets unsere Chancen auf Erfolg ab und haben einen gewissen Grenzwert, ab dem wir ein Risiko als akzeptabel ansehen. Menschen versuchen sehr häufig die unmöglichsten Dinge, obwohl sie genau wissen, dass die Chancen gegen sie sehr schlecht stehen. Oh oh. Ja, du ahnst schon, was ich vorhabe, oder? Offenbar willst du uns allen den Gefallen tun und dich deaktivieren. Bin mir noch nicht sicher, erzähl weiter. Ich fürchte, es ist nichts Gutes. Bin mir noch nicht sicher, erzähl weiter. Es wird turbulenter, würde der Volksmund sagen, nicht wahr? Ich brauche die Erfahrung einer Niederlage, die man schon im Vorfeld chancentechnisch als sehr wahrscheinlich ansehen würde. Du willst also mit Tial kämpfen und den Kampf verlieren? Verstehe ich das richtig? Oh, die Drohne ist du doch trägst uns die Bürde, geflogen. Als mein Mentor zu fungieren, nicht zu Unrecht, wie ich immer wieder feststellen muss. Woher willst du wissen, dass du nicht stärker als Tialk bist? Ich weiß es nicht. Für mein Experiment reicht die Annahme aus, dass es so sein könnte. Also, wenn du mich zu Tialk begleiten würdest, wäre ich dir sehr verbunden. Ja, das können wir nachher machen. Aber jetzt will ich erstmal mit allen reden. Jetzt kommt als nächstes nämlich Nasty. Später habe ich sicher Zeit für dich. Hey du, wie sieht's jetzt aus? Es wird wieder Zeit für eine Audienz. Ich will den Berserkern einen Besuch abstatten. Bist du jetzt dabei oder nicht? Du meinst, ich soll dich im Vor herumführen und dich mit den wichtigen Leuten bekannt machen? Na schön, das ist aber das letzte Mal, dass das klar ist. Von mir aus kannst du alleine den Schädel einschlagen lassen. Zerstörung zu niedrig. Achso, ich muss jetzt was sagen. Ich kann es gar nicht ausmachen. Ich könnte das entweder sagen. Du meinst, ich soll dich im Vor herumführen und dich mit den wichtigen Leuten bekannt machen? Ja, sicher. Was denn sonst? Also, was ist jetzt? Bist du ein Mann oder eine Maus? Okay, ich muss mich also entscheiden. Na schön, das ist aber das letzte Mal, dass das klar ist. Okay, dann mach kein langes Palaver und bring mich ins Hauptquartier der Berserker. Die Sache kann nicht länger warten. Ich muss meinen Plan jetzt umsetzen. Für meinen Geschmack sind die Fremden immer noch zu zimperlich. Wann geht's denn mal wieder endlich zur Sache?
Ja, das mit dem Jetzt, das nehmen wir aber nicht so wörtlich, ja? Willst du auch noch was? Nee, will er nicht. Jax, hör zu. Wir müssen reden. Azota, Imotega, Almosa, Insulesta. Bitte nicht jetzt. Wir brauchen dich. Wie ist die Lage? Mich erreichten gerade Nachrichten über eine Horde Skyaniden-Späher, die sich unserer Bastion nähern. Wir müssen uns sofort darum kümmern, sonst werden wir von ihnen überrannt. Pass auf, da sind sie schon. Okay, ich habe keinen Begleiter dabei. Oh oh, da haben wir zwei Wachen verloren. Das ist nicht gut. Und da kommen ganz dicke. Ah, Scheiße, gleich erledigt. War gar nicht gut. Diese Kugeln, die der auf einen schießt. Dann müssen wir da unten weitermachen. So nicht. Oh, ich hab kein Mana mehr. Das war ja gleich völlig versagt. Also Versuch Nummer 3. Ja, wenn die einen umhauen. Gar nicht gut. So. Au. Hat mich erwischt. Erstmal einen Heiltrank. Oh.
wollte gerade sagen, die hat doch überhaupt keine Ausdauer. Wieso lebt er noch? Dieses miese Viech. Das Scheißvieh sucht Ärger. Eieieiei, wie viel hat's erwischt? Ah, von Rückendeckung hältst du wohl nicht viel. Nyra steht auch wieder auf. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Sollen wir noch schnell die Überreste einsammeln? Ja, da wäre es ganz gut gewesen, wenn ich jetzt noch einen Begleiter gehabt hätte. Naja. Gut, dann sollten wir uns vielleicht mal wieder bei Adam melden. Da sind noch ein paar Sachen. Und bei Tiaik. Da müssen wir eine Bestandsaufnahme machen. Machen wir aber nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.